So, heute bin ich im Zille-Stuben-Theater und wie ihr seht, gibt es hier heute was ganz Besonderes im Angebot. Nur heute freundliche Bedienung. Aha. Von wem denn? Wo ist denn der Zille? Ja, hier bin ich. Ich habe mich hier versteckt. Ich habe da Angst vor dir. Na, ja, ich darf ja nicht so nah rankommen. Der Alles ja super. bloß nicht so nah. Oh, Tachchen, Herr nur so Zille. Taschen. Ich bin hier heute gekommen, weil ich habe nämlich ein Geschenk für dich und dein schönes Zille-Stuben-Theater. Die Ingrid und der Gerhard, die haben nämlich mir ein schönes alte Zillebuche gegeben und Oh, habe zeig gesagt, das Mensch, mal. könnt ihr damit was anfangen? Und deshalb möchte ich es dir gerne übergeben. Ja, oh, danke schön. Mensch, hier, das große Zille-Album. Übrigens, dieses Bild hier, da sagt die, da dreht sich ein bisschen um und sagt, was denn, kickt der Olle immer noch mir hinterher? Ne, so, ja, vom, oh, Fackelträger Verlag, ja, den Fackelträger Verlag gibt es leider nicht mehr, aber der hat damals wirklich viele, viele Zille-Bücher rausgebracht und ja, in jedem Fackelträger Verlagbuch findet man hier und da immer mal wieder was Neues, ne? Hier, auch schön, guck mal hier, ja, ein Foto von der Sophie-Charlotte-Straße 88, hier, da wohne ich, Ach, hier sag oben, bloß. hier oben, hier oben, ganz oben, ganz Aha. oben bin ich hingezogen, ne? Habe immer gesagt, damit sie dir nicht mit den Beinen auf dem Kopf rumtrampeln, aufgestiegen bin ich, habe ich damals gesagt, aufgestiegen bin ich, die Stufen hoch, ja, Sehr ach Mensch, schön. das ist ja wirklich eine schöne, Also schöne genau das Richtige Sache, für dich und deine ja. Sammlung. Genau. Wunderbar. Na dann, Na schön, dann. da freuen wir uns. Mann, vielen lieben Dank. Ja, und Bücher sind immer was Schönes, ne? Ich sage immer, keine Angst vor Büchern. Ungelesen sind sie völlig ungefährlich. In dem Sinne, alles Gute für dich und dein Theater und wir hoffen, dass wir bald wieder hier Dankeschön. auftreten. Ja, und bald geht's mal wieder hier im Theater los. Aber vorher testen wir zwischendurch auch im Theater. Ich sage immer dem Motto, Stäbchen rein, glücklich sein. Ach ja, stimmt, ihr habt ja auch eine Teststation hier Ja, eingerichtet, wa? ja. Willst du mir noch kurz hier so ein bisschen Naja, die zeigen, sind oder? natürlich immer so in Arbeit, aber wir können ja mal Naja, durch den wir Vorhang und können noch ja mal mal mit ein dir, bisschen wir können gucken. mal ein bisschen Das da schöne rein. neue Zille-Stuben-Theater Ja, auch ein ich bisschen gucke sehen. mal hier, siehste, Oh, guck da mal. Wartebereich hier, Ah, hier ist siehste, die die Teststation. Und Teststation, ja. später ist dann hier dein neuer Theaterraum. Genau. Wie viele Leute gehen denn hier rein? Also 50. Oh, also Ja. gibt's jetzt dann zwei Theaterräume. Die gute Genau. Stube Und das ist die Küche. und das ist, Also und hier ist die Küche, genau. Küche und Stube. Wie sich Küche und dazu, Stube, Küche wie und sich Stube, wie gehört. sich dazu gehört. Und hier könnt ihr jetzt auch noch mal einen Blick werfen. Das ist Ja. nämlich die Suppenküche hier, Ja, also ne? Zilles Suppenküche haben wir es genannt, nicht? Aber hier ist ja dann alles. Es ist eigentlich das Theatercafé, das Foyer, wo man also auch, wenn es dann Veranstaltungen gibt, dann gibt es ja hier auch Pausen. Da kann man auch in der Pause ein bisschen was essen, sich ein bisschen Wunderbar. gemütlich hinsetzen. Kick mal, wie Dann schön. bimmelt die Glocke und dann geht es wieder weiter. Und so ein schönes altes Geschirr auch und Ja. alles Unikate. Ja. Wunderbar, lieber Zille, wir freuen uns sehr drauf, wenn wir hier auch mal wieder spielen. Dankeschön. Na Also, dann. bleib gesund und bis Danke. bald. Tschüss. Tschüss.